Hallo ihr Lieben, hier ist Nathalie, unschwer zu erkennen. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch jetzt nochmal mit in den Sonnenuntergang hier in Barcelona und stelle euch die nächsten drei Karten vor für die kommende Woche. Das heißt, wir haben zuallererst das Thema Romantik. Wie wunderschön. Also, der eine oder andere unter euch hat vielleicht darauf gewartet, dass jetzt irgendwie mal wieder irgendwas in der Richtung ankommt. Und dass sich da mal was tut, solltet ihr alleine sein und auf einen Partner warten. Da tut sich offensichtlich etwas. Sie sagen aber, es ist grundsätzlich natürlich, bevor sich da was tut und das Entscheidende tut, nämlich das, was ihr euch wirklich wünscht, in Form eines Partners, ist es ganz wichtig, dass ihr euch wirklich komplett drauf einschießt und fokussiert, was ihr in einer Partnerschaft wirklich wollt. Ja, was ist euch ganz, ganz lieb und wichtig? Geht da gedanklich hin, ohne euch darüber Gedanken zu machen, was in vergangenen Partnerschaften eventuell schiefgelaufen ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Rat für den einen oder anderen unter euch. Denn ihr wollt ja das, was ihr wirklich wollt und nicht eine Wiederholung sämtlicher Dinge, die ihr nicht mehr wollt. Ja, also nehmt euren Fokus bitte genau dahin, wo ihr erleben wollt. Das, was ihr erleben wollt, wie ihr euch fühlen wollt in einer Partnerschaft, was, wie sich das eben anfühlt, zusammen mit einer anderen Person zu sein. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ihr Lieben, weil, wie gesagt, man hat viel erlebt und möchte dann natürlich nicht rumsoddern über die vergangenen Dinge, die man erlebt hat und sich dann wieder genau das Gleiche anziehen. Ja, also so ganz nebenbei bemerkt, ganz, ganz, ganz wichtig. Für die Leute unter euch, die in Partnerschaften sind, das ist ganz toll, denn da ist es so, dass sie sagen, dass die Partnerschaft wieder sich wieder so ein bisschen mehr vertieft. Ja, ihr kommt wieder ein bisschen näher aneinander ran. Vielleicht einfach durch die Tatsache, dass ihr es geschafft habt, am Partner die positiven Dinge herauszustellen und euch auf die zu fokussieren, denn dann kann euer Partner euch das auch zeigen. Ja, wenn ihr auch da natürlich in die falsche Richtung greift, sprich gedanklich euch genau auf der Ebene bewegt, was euch an eurem Partner nervt und stört, dann muss euer Partner euch leider das zeigen, was euch nervt und stört. Ja, also sie geben aber wirklich das Thema raus, weil sie sagen, da passiert was Positives. Ja, egal, ob ihr jetzt alleine seid oder in Partnerschaft, da passiert was ganz Positives. Also freut euch auf die kommende Woche. Euer Schutzengel meldet sich, also die Energie, die permanent um euch herum ist, sozusagen. Und die ganzen Energien, ja, die immer wieder kommen, je nach im Prinzip der Problemstellung, die ihr habt oder den Fragen oder den Aufgaben, die ihr vergebt an die geistige Welt. Und die sagen, sie sind immer da. Ja, das ist wie so eine Art Liebesbrief für euch. Geht mal wieder ein bisschen mehr in die Vorstellung, dass sie da sind, dass sie wirklich auf jeden Fall grundsätzlich um euch herum sind, dass das nicht so ist, dass ihr in irgendeiner Form allein wärt. Egal in welcher Situation. Ja, seid euch dessen gewiss, dass einfach immer, immer Unterstützung, Hilfe, Führung, Liebe, ja, Inspiration und alles, was ihr braucht, da ist. Ja, wenn ihr euch bitte auch darauf fokussiert. Heute ist das Thema eben Fokus. Ja, Fokus auf eure geistige Unterstützung. Geistig im Sinne von geistige Weltunterstützung. Ja? Achtet drauf. Gebt Aufgaben weiter an die geistige Welt. Die würden so gerne, so wahnsinnig gerne, so viel mehr für euch tun. Ja, aber sie sagen, ihr seid immer der Meinung, ihr müsst es alleine machen. Also, die sind da. Immer, 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 immer. Ja? Soll ich euch noch mal darauf hinweisen für die kommende Woche? Egal, welches Thema da jetzt betroffen ist. Dann ist eine wunderschöne Karte Macht. Die Karte spricht davon, dass ihr langsam, aber sicher in die Verfassung kommt, zu bemerken und zu wissen, wie mächtig ihr seid, mit euren Gedanken, selbstverständlich, mit eurem Fokus,
denen ihr immer die Wahl habt, irgendwohin zu bewegen. Und dass ihr wirklich langsam aber sicher die Zusammenhänge verstehen lernt. Ja, zwischen das fokussiere ich, ob ich es will oder nicht, das, was ich fokussiere, wächst. Und damit schaffe ich mir mein Erleben. Ja, das ist eine ganz, ganz tolle Karte, weil da kommt ihr wirklich wieder offensichtlich so einen Schritt weiter und wisst wieder, dass ihr so viel mächtiger seid, ein Stückchen mehr, als ihr denkt. Ja, und es werden sich auch Situationen zeigen, sagen sie, wo ihr das auch tatsächlich dann feststellen könnt. Ja, ihr fokussiert was und prompt passiert in die Richtung irgendwas. Ebenfalls soll ich sagen, egal welches Thema betroffen ist, ob das jetzt ein romantisches Thema ist oder ob das jetzt eure Arbeit oder eure Finanzen oder eure Gesundheit betrifft, ist eigentlich ziemlich egal. Was ihr fokussiert, das wächst. Also das ist sozusagen die super Überschrift mal wieder über dieses Reading. Ich darf jetzt noch eine Frage von einer Zuhörerin beantworten, die mich gefragt hat, ob es denn okay ist, wenn man sozusagen, und da sind wir wieder bei der Thema Romantik, wenn man sich einen bestimmten Menschen in sein Leben wünscht, ja, ob das okay ist, ob man das kann und darf und ob das so passt. Und Fakt ist, im Prinzip ist es so, ein Grundverständnis ist da ganz wichtig. Wenn ihr mit eurem Verstand oder mit eurem Fokus jemanden ausgesucht habt, ja, und sagt, okay, das ist jetzt die Person, die will ich jetzt haben. Jetzt mal ganz salopp ausgedrückt, das wäre jetzt mein Wunsch. Dann ist es erst recht wichtig, dass ihr wisst, dass euch geholfen wird, dass ihr das Aussuchen nicht mit eurem Verstand tätigt, sondern dass ihr das Aussuchen mit all dem tätigt, was ihr euch bisher in eurem Leben gewünscht habt. Das, was ihr euch bestellt habt, aufgrund von Situationen, die vielleicht nicht so toll waren. Wenn ihr was nicht so Tolles erlebt habt, dann sagt ihr, okay, jetzt möchte ich aber genau das Gegenteil. Ob euch dieser Wunsch dann bewusst ist oder nicht, ist egal. Ihr habt das bestellt, was ihr wirklich wollt. Und ihr habt auf Schwingungsebene alles verfügbar, das Beste, das Tollste, das Genialste, was ihr euch in jeder Hinsicht denken könnt. Und es ist eben so, wenn ihr letzten Endes eure Traumbeziehung, egal mit wem, jetzt erstmal zusammengestellt habt, dann ist diese Traumbeziehung effektiv da. Welche Person dieser Traumbeziehung oder diesem Traumpartner dann tatsächlich entspricht, weiß eure innere Führung am allerbesten. Und da lotst eure innere Führung euch auch hin. Ja, jetzt kann man sagen, ja, aber klar, ich habe mir ja jetzt genau den ausgesucht. Offensichtlich stehe ich ja jetzt hier und sehe den und will den Menschen, egal ob männlich oder weiblich. Oft verfallen wir dann so ein bisschen so einer kleinen Obsession und meinen dann, das ist genau jetzt die Person und die muss es jetzt sein und nichts anderes. Das kann aber auch passieren, dass diese Person nicht genau diesem besten Partner, der für uns jetzt gerade da wäre, entspricht, sondern dass wir uns das mit unserem Verstand wünschen und meinen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man, egal ob der Partner jetzt der Traumpartner ist oder nicht, sich entspannt und wirklich sagt, okay, die geistige Welt arbeitet für mich, die schickt mir genau den Partner, der für mich jetzt super klasse und genial ist. Und je besser ihr sozusagen euch fühlt, desto besser es euch geht, desto besser seid ihr in der Lage, die beste Person anzuziehen. Wenn ihr im Mangel seid und sagt, naja, also das und das und das von der Vergangenheit, was ich vorhin schon mal sagen durfte, das will ich nicht mehr, dann zieht ihr ganz groß genau an der Situation, dass ihr wieder jemanden einfangt, der sozusagen genau diesem Negativbild wieder entspricht. Deswegen passiert es das immer, dass wir von einer zur nächsten Person gehen und tja, die nächste Person ist dann im Prinzip auch wieder der Spiegel unserer eigenen Schwingung und unseres eigenen Mangels. Deshalb ist es wichtig, wenn ihr sagt, die Person ist es,
die will ich haben. Und das geht nicht total leicht und selbstverständlich und ihr fühlt euch nicht total super toll, dann kümmert euch bitte erstmal um euch selbst. Ja, guckt, dass ihr euch selber super und gut und besser fühlt, weil dann stellt sich raus, ob die Person, die ihr da mit eurem Verstand fokussiert habt und die ihr da ausgesucht habt, ob das auch wirklich die tollste Person für euch ist. Ja, und wenn dem so ist, dann kommt die Person auf jeden Fall. Wenn dem nicht so ist, dann kommt was Besseres. Also verloren habt ihr dann in keinem Fall. Ja, ich hoffe, das ist jetzt gut verstanden worden. Und ich hoffe, dass der eine oder andere unter euch, der da auf der Suche ist oder der in der Situation sich eventuell gerade befindet, das verstanden hat, dass ihr wirklich erstmal euch auf das einschießen dürft, fokustechnisch, was will ich? Nicht auf das, was ihr nicht mehr wollt. Das habt ihr genügend erlebt. Das wollt ihr wirklich nicht mehr. Ja, ihr wollt auch niemanden mehr anziehen, der diesem Bild, das ihr nicht wollt, entspricht. Okay, ihr Lieben. Ich hoffe, wie gesagt, das kam jetzt an. Ich wünsche euch eine traumhaft wunderschöne Woche. Und ich freue mich natürlich wieder auf neue Anfragen zu meinen Readings, auf neue Anfragen zu meinen Jahresreadings, die ich gebe für nächstes Jahr. Und natürlich auf Kommentare und Bemerkungen und was auch immer. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und dann freue ich mich auf euch und auf nächste Woche. Tschüss.